Da ist der Präsident von der Jungfreisinnigen Schweiz, da ist der André Silberschmidt. Hallo André. Schön, bist du da. Danke für die Einladung. Jetzt, du bist ja gerade zurückgekommen von den USA. Du bist im Silicon Valley so ein bisschen reinschauen, Inspiration sammeln. Was hat dich am meisten beeindruckt? Ja, eigentlich hat mich beeindruckt, dass wir gar nicht mehr ins Silicon Valley gehen müssen. Wir haben ja einen Zug, woher du kommst, haben wir das Crypto Valley. Also eigentlich müssen wir gar nicht mehr so weit auf Amerika gehen, um diese Innovation kennenzulernen. Das sagst du natürlich als neuer Klimapolitiker, lieber daheim bleiben und nicht die Luft verpesten. Oder ist das gar nicht der Ansatz jetzt gewesen? Es ist gar weniger um das gegangen. Aber falls du hoffst, dass ich mich bei deiner Kampagne beteilige gegen die FDP, dann muss ich leider enttäuschen. Nein, also du bist ja da heute. Das freut mich extrem. Ja, ich habe gedacht, dass wenigstens nur ein freisinniger Politiker im Land die Sendung gut findet, kommt ja auch vorbei. Ja, also einer, das finde ich schön. Ja. Genau. Sagst du Chris da nichts davon? Ja, ich habe gefunden, wir Jungfreisinnigen haben ja viele Herausforderungen. Und heute Abend ist eigentlich die grösste Herausforderung, dass Christa wenigstens einmal lachen muss. In dem Sinne gebe ich wirklich mein Bestes. Ja, also du bringst noch einen Joke, den sie lustig findet. Das ja. Können wir gerne machen. Aber lass uns doch noch kurz reden, was du zuvor schon angesprochen hast, eigentlich die Klimapolitik. Also ja, vor ganz kurzer Zeit habe ich von dir Sätze gelesen, wo du gesagt hast, hey, der Staat hat schon mehr als genug Instrumente in der Klimapolitik, es braucht keine neuen Regelungen. Und jetzt, letzte Woche, hast du plötzlich gesagt, du unterstützt die Gletscherinitiative, die fordert, dass man CO2 um 100% minimieren bis 2050. Also, es klingt so ein bisschen nach Windfahne. Also, die Initiative selber tun wir nicht unterstützen, weil sie Verbot und wir wollen eben Innovation haben. Aber du hast im Fernsehen rein gesagt. Die Ziele von der Initiative die wir unterstützen. Du tust Ziele unterstützen, aber nicht die Initiative. Also genau, wie sie noch mehr beinhalten als nur Ziel. Du musst sie eben genau lesen. Ist wie bei den Banken mit dem Disclaimer, weißt du? Das unten dran, das genau. Klicke immer weg. Ja. Genau. Du bist aber, ein Banker, du kennst dich natürlich aus. Also, genau. Nein, aber ich meine, ich habe jetzt gerade vorhin noch gegoogelt, wann sind die Grünen in der Schweiz, wann haben die sich gegründet? Das war, glaube ich, 1983 gewesen. Zwei Jahre vorher hat ein FDP-Regierungsrat S-Bahn im Kanton Zürich quasi beim Volk durchgebracht. Also, die FDP hat eigentlich grüne Politik gemacht, bevor sie Grüne überhaupt gegeben hat. Und das ist für mich ein schönes Zeichen. Also, ich habe es einfach vergessen, vielleicht, oder? Also, ich könnte das wieder aufleben. Ich finde das ja super, wenn ihr das macht. Das ist wirklich grossartig. Also, die Gletscherinitiative, du unterstützt das Ziel, aber nicht unbedingt die Initiative. Ich probiere das mal so im Kopf zusammenzubringen. Was mir bei dir aufgefallen ist, als ich dich gegoogelt habe, habe ich so gefunden, hey, das ist so ein junger, hipper Typ. Und dann hast du mich mal gesehen. Nein, und dann habe ich vielleicht einen Joke, den Chris so lustig finde, ich weiß es nicht. Aber dann habe ich das Video hier gesehen. Janine ist mein Lieblingsmensch, weil wir uns super ergänzen. Also ich muss sagen, also Janine ist nicht der Schwan, oder? Also es ist wirklich sie ist deine Freundin, aber euer Hobby ist, ihr geht zusammen Schwäne füttern. Wir haben das genau einmal gemacht in unserem Leben. Aber das und dann war per Zufall gerade die Kamera noch dort gewesen, ja. Okay, aber das ist jetzt nicht so, dass du dich schon so ein bisschen, weil du dich auch um die Altersvorsorge kümmerst, dass du schon findest, du nimmst auch Senioren-Hobbys an. Nein, also beim Golfen bin ich zwar auch schon angelangt, aber nein, grundsätzlich. Also Schwanfüter, Golfen, was machst du noch in der Freizeit? Ja, das ist eine gute Frage. Gell? Als Politiker hast du eigentlich gar keine Hobbys mehr. So Sendungen schauen, wie so Sendungen schauen. Damit, genau, ja. Dass ich auch mal lachen kann. Du bist wirklich mega engagiert. Also, du hast ja schon recht viel gewonnen. Also, zum Beispiel hast dich zweimal eingesetzt für so Altersreformen, dass die eigentlich so nicht durchkommen wie vorgesehen. Zum Beispiel gegen die Altersreform 2020 bist du gewesen. Und du hast dort den Satz gesagt, das heutige Rentensystem sei ein Schlaraffenland auf Kosten der Jungen. Was sagt dein Grossi dazu? Ich habe sie noch nicht gefragt. Aber nein, es ist effektiv so, dass man heutzutage eine enorm grosse Umverteilung hat, nicht nur von den Jungen, von allen, die einzahlen, dieses Rentensystem, zu denen, die heute etwas beziehen. Und wir wollen nicht, dass eine Generation mal verliert, wir wollen, dass alle Generationen mal eine Pension bekommen. Und darum haben wir auch uns so engagiert. Also alle, also quasi auch mehr Millennials. Ich könnte kurz schnell sagen, willst du etwas trinken, André? Ich hätte Gin Tonic hier. Mhm. Also der Gin für dich und ich nehme den Tonic, oder? Nur Tonic? Also ist das jetzt wegen oder? Ich hätte auch noch Reisschnaps hier, weil ich habe gehört, du stehst noch so auf diese Sachen. Willst du lieber das? Ja, so kommt es weniger Prozent. Ja, ist gut, genau. Ja. Währenddem, was wir über die Verbesserung aber von der Altersvorsorge... Aber mehr als der FDP wahrscheinlich. ...über die Verbesserung von der Altersvorsorge reden. Also, ich meine, du setzt dich ein, bringst das her, in 30 Sekunden zu sagen,
wie wir es schaffen können, dass wir Millennials auch mal eine Rente bekommen. Wichtig ist, dass man den Anreiz so setzt, dass man eben länger arbeiten und somit selber einen Beitrag leisten kann, dass der AV und der Pensionskasse besser geht, sodass wir auch während der Rente bekommen. Oh, das war weniger. Hey, cheers. Hey. Nicht schlecht. Ja, zum Wohl. Das Problem gelöst. Du hast dich bei ganz verschiedenen Abstimmungen schon engagiert, zum Beispiel auch bei der No-Bilag-Initiative. Dort ist mir aufgefallen, du hast zum Beispiel am 1. Morgen bei der FDP-Delegiertenversammlung dafür geworben, dass man die No-Bilag-Initiative annimmt. Und am Abend, am gleichen Abend, bist du dann bei Glanz und Gloria Party machen und hast Güppli getrunken. Also so, ja, auf, für etwas zahle ich an Bilag-Gebühren. Für etwas zahlst du Bilag. Aber es ist so ein bisschen... Also ich meine, jetzt einfach so, sagen wir, auf einer Glaubwürdigkeitsskala von der FDP, sagen wir so, von 10 sehr glaubwürdig bis Pierre Mode. Wo würdest du das jetzt einstufen? Das sitzt tief, das sitzt tief. Würdest du das wieder machen so? Ja, also wir könnten auch mal gerne ein Güppli zusammen trinken, ich glaube. Aber ich würde, also würde ich oder das würdest du zahlen, oder? Sehr, ja, ich zahle auch. Ich probiere dich jetzt schon abzufüllen, also komm genau, noch ein. Ja, genau. Du bist wirklich ein Trendsetter, habe ich festgestellt. Also, ich habe ein Foto von dir gesehen, und zwar aus dem 2015. Das Foto. Und dann im 2018 habe ich das Foto entdeckt. Also, hast du ihm das beigebracht? Ja, ich wünschte, ich könnte ihm etwas beibringen. Wieso oft hört er anscheinend nicht auf mich, wenn ich höre, was er so sagt. Aber warum hast du dir ein Maul verklebt? Ja, da war ich noch jung, weißt du. Ja, aber dann wird man doch Revoluzzer und möglichst viel sagen. Ja, eben, das ist am 1. Mai und wir haben gefunden, jetzt wollen wir auch mal etwas sagen, was eben wirklich wichtig ist für die Arbeitnehmer. Und dann hat man uns verboten, eine kleine Demonstration zu machen und darum haben wir das so zur Schau gestellt. Also ihr seid mit verklebtem Mulgu demonstrieren. Das hat wahrscheinlich niemand mitbekommen, oder? Ja, außer du. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe es genau, es hat sich gelohnt. Nein, es hat sich mega gelohnt, dich zu googlen. Du hast einen YouTube-Channel, den ich sehr empfehle. Und zwar, du hast etwas Tolles gemacht auf deinem YouTube-Channel. Und zwar hast du all deine Auftritte, die du in der Arena hast, all deine Voten hast du zusammengeschnitten. Und zwar zu einem einzigen Monolog. Du hast irgendwie, glaub, 137 Views, sind 7 allein von mir von der Vorbereitung. Aber ich denke, bei der Arena geht es doch um Debatten. Also warum schneidest du nur deine Sachen zusammen? Ja, man sagt ja, dass die Jungen heutzutage sehr schwierig sind zu empfangen mit langen Filmen oder dass sie überhaupt aufmerksam sind. Und das war mal ein Experiment und mein YouTube-Kanal geht wirklich nicht ab, das ist so. Aber ich jetzt schon? Eben, also, man muss ja können experimentieren, gerade in meinem Alter. Und es muss nicht alles immer perfekt sein von Anfang an. Ja, aber du bist wirklich mega perfekt. Also dein Image ist ja der Wahnsinn. Also ich sehe überall eigentlich nur wirklich den Adretti, andere Start-up-Unternehmer, Banker, Vorzeige-FDP-Politiker. Ich glaube, das einzige Bild, das ich gefunden habe, das so ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist das hier. Das hast du jetzt müssen bringen. Ja, ich habe es einfach gefunden. Also warum hast du nicht geschafft, dass das nicht rausgeht? Ja, seither bin ich nur in Darkrooms. Da kann man keine Fotos mehr machen. Ist das ein Joke für Christoph? Ist das ein Joke für Christoph? Also, du machst wirklich extrem viel in deinem Leben. Ja. So viel, dass du eigentlich auf der Webseite hast du sogar geschrieben, so in einer ruhigen Minute werdest du zur Leseratte. Also in einer Minute zur Leseratte werden. Lass uns zum Schluss doch noch kurz schauen, was du so liest. Lass uns ein kurzes Quiz machen. Ich tue dir immer den ersten Satz vortragen von einem literarischen Werk und du sagst mir, von wem es ist. Ja, das können wir gerade aufhören. Völlig. Also stimmt das gar nicht mit den Leseratten? Es klingt gut, oder? Es klingt so Bildungsbürgertum. Nein, ja. Ja, es klingt mega. Also. Nein, also wenn ich viel um die Ohren habe, gehe ich meistens zum Coiffeur. Ja, und dort liest du was denn? Irgend so Gala? Klatschheftchen. Also willst du überhaupt spielen? Also wir können es auch nicht. Ja, ich kann das auch gerne. Ich muss ja noch einen Witz erzählen für Christa. Ja, also wir können. Also das findest du sicher raus. Zum Beispiel der erste Satz. Tom. Keine Antwort. Tom. Tiefes Schweigen. Mir kommt da nur der neue Freund von der Heidi Klum in Sinn. Ein Sexszene, oder was denkst du wieder? Nein, ist eine gute Idee, Tom Sawyer von Mark Twain, aber ein Applaus, finde ich, für den guten Zusammenhang. Den findest du sicher raus. Es war einmal ein Stück Holz. Wieso schaust du jetzt mich an? Es bleibt mir nicht anders. Ja, okay.
Keine Ahnung. Pinocchio. Ja. Letztes Werk. Es macht mir große Freude, auf das Jahr 2018 zurückzublicken. Hat das ich gesagt? Nein, ist aus dem Freisinn von der Petra Gössi, aber sehr nah. Ein Applaus für André Silberschmidt. Schön, dass du da warst heute. Danke vielmals. Ja, liebe Leute.